Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erkläre ich genau, wie man auf den Bescheid im Markenanmeldeverfahren antwortet, also erläutere die Bescheidserwiderung. Sie haben eine Marke angemeldet und haben einen Bescheid bekommen, in dem diese Marke relativ pauschal beanstandet wird. Wenn die Markenstelle bzw. der Prüfer der Meinung ist, dass die Marke rein beschreibend für die geschützten Waren und Dienstleistungen ist, dann beanstandet die Markenstelle diese Marke. Und auf diesen Bescheid sollte man auf jeden Fall antworten, denn aus meiner Erfahrung heraus bekommt man die Marke dann mit einer Wahrscheinlichkeit von so etwa 2/3 zumindest teilweise noch eingetragen. Man reicht dann also eine sogenannte Bescheidserwiderung ein. Für diese Stellungnahme gibt es aus meiner Sicht und Erfahrung einige Dinge, die man beachten sollte. Oft weist der Prüfer die Marke, also das Zeichen für die angemeldeten Waren, mit sehr pauschalen Argumenten zurück, ohne auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen einzugehen. Dem hat eigentlich der Europäische Gerichtshof schon vor einiger Zeit einen Riegel vorgeschoben in der sogenannten Kitchen Company Entscheidung. Der EuGH hat den Ämtern im Prinzip aufgegeben, für jede einzelne konkrete Ware und Dienstleistung zu begründen, warum das angemeldete Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, es sei denn, dass der Prüfer diese Waren und Dienstleistungen sinnvoll gruppieren kann, sodass auf diese Waren und Dienstleistungen die gleichen Argumente zutreffen. Dies muss die Markenstelle dann aber ausführlich begründen. Die wichtigste Strategie klingt deswegen einfach, ist aber umso wirksamer. Im Prinzip sollte man für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen oder viele der angemeldeten Waren und Dienstleistungen möglichst unterschiedliche Argumente vortragen, warum das angemeldete Zeichen für diese konkreten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend ist. Dann kann der Prüfer diese Waren und Dienstleistungen schlechter gruppieren und gemeinsame Argumente finden und hat sehr viel Arbeit und muss für jede einzelne Ware und Dienstleistung eine eigene Begründung liefern, warum er eben denkt, dass die Marke für diese Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden müsste. Dies ist für die Markenstelle sehr aufwendig, sodass ich in der Praxis beobachten konnte, dass man dann die Marke manchmal sogar vollständig, in vielen Fällen aber zumindest teilweise eingetragen bekommt. Es gibt aber auch natürlich noch viele andere Argumente, die man vortragen kann. Zum Beispiel gibt es oft nach sehr ähnlichem Schema gebildete Marken, die eben in der Vergangenheit schon eingetragen wurden und eben jetzt diese Marke nicht eingetragen werden soll. Und dann kann man dem Prüfer vortragen, lieber Prüfer, das Amt hat in der Vergangenheit diese sehr ähnlich gebildeten Marken immer für diese Waren und Dienstleistungen eingetragen, warum unsere nicht? Gleichbehandlungsgrundsatz. Das hat der Europäische Gerichtshof auch schon entschieden in der sogenannten Schwabenpostentscheidung. Da wehrt sich allerdings zumindest der erstinstanzliche Prüfer dann pauschal damit, dass eben das Unrecht aus der Vergangenheit nicht fortgeschrieben werden kann und es immer eine Einzelfallentscheidung ist. Mit diesem Argument muss man also wahrscheinlich eben durch verschiedene Instanzen durchgehen, bis man dann eben vielleicht beim Bundespatentgericht ist. Und auch das Bundespatentgericht ist bei diesem Argument skeptisch, lässt es aber hin und wieder zu. Also man kann mit diesem Argument auch eben zumindest beim Bundespatentgericht erfolgreich sein. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was eine Bescheidserwiderung ist und wie man in diesem Anmeldeverfahren auf diesen Bescheid antworten kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.